Hallo und herzlich willkommen mit einem wunderbaren Feuerball. Feuerwerk. So, hallo und herzlich willkommen jetzt an euch nochmal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar sind wir hier an diesem Speicherpunkt und ja, haben hier aufgehört, den haben aufgehört, ihn zu verfolgen. Er hat ja hier anscheinend das ganze Dorf ausgerottet, keine Ahnung. Das hier habe ich beim Ende der letzten Folge noch entdeckt. Da war zwar Aufnahme schon Schluss, aber ich habe es entdeckt. Ich aktiviere das jetzt einfach nochmal. Und aha. Das schaltet anscheinend einfach nur eine Steam-Errungenschaft frei, von wegen, hast alles entdeckt oder bist ein Erkundschafter oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier noch ein bisschen Gas geben. Ein bisschen die Oma aus dem Sack kloppen. Und gucken, wo sich die alten Untoten noch so rumtreiben. Oh, Bros. Immer chillig. Hättet ihr mit euch reden lassen, hätte ich noch mit euch geredet. Errungenschaftsfortschritt 10 von 20. Lol. Ich spiele das Spiel doch gerade erst mal ein paar Stunden. Hallo? Ist der Kristall da auch zu zerstören? Nein. Er sieht nur zerstörbar aus. Zerstörbar. Oder zerstörbar. Oha, ey, der kreischt immer so hässlich los. Oh, was war das für eine komische Lichtexplosion? Oh shit, daneben. Apokalyptikel. Das hat er eben so geleuchtet. Das leuchtet richtig krass, wenn das ein Apokalyptikel-Hit ist. Wo ist der Lappen? Ist der auch an dem Apokalyptikel gestorben? Hey, Bros. Immer chillig, Bros. Oh, wow. Das war gedodged, meine Freunde, aber vom Feinsten. Und da ist er auch schon wieder pulverisiert. Klatsch. Ich wollte gerade sagen, Alter, war das schon wieder ein Apo? Ich will jetzt immer Apo sagen, Leute. Was ich noch nicht verstehe, sind die Zahlen direkt unter dem Dings. Das kann nicht zusammengezählt sein. 7, 6, 8 ergibt nicht 11. Das verstehe ich nur nicht so ganz. Ich kann ein Firegall Damage dealt natürlich höher drehen. Ich werde auch mal mein Feuerschild, da ich jetzt schon wieder mehr mit Feuer rumhantiere, werde ich jetzt ein bisschen das Feuerschild upgraden. Beziehungsweise das neues Feuerschild craften. Lol, ich verstehe das nicht. Warum willst du immer, dass du... Ja, warum will Steam sich da immer im Vordergrund drücken? Na gut, ein Damage-Buff brauchst du nicht unbedingt. Na komm. Bam. Equip. Das neue Schild. Rein. Oder? Auf jeden Fall. Ja. Viel, viel besser. Wenn man dann den richtigen Moment abblockt, dann macht das ja auch einen magischen Effekt mit Damage. Deswegen. Ich finde dieses Spiel einfach episch, Leute. Keine Ahnung, wie es für euch ist. Aber mir macht's sau viel Spaß. Oh, es war ein Apo. Und schon wieder einer. Alter, wie oft es pockt. Oh shit, zu früh.
Lol, ey. Ich schaff's nicht, diesen Angriff zu blocken. Zweimal zu früh. Oh, fast nach vorne gecharged. Oh, da sieht's interessant aus. Da sieht's nach einem Echo und ein bisschen Matz aus. Ein bisschen schildräg. Ja, das ist natürlich jetzt ätzend. Lol, ich treffe ihn einfach nicht. Schnauze jetzt. Jetzt reicht's auch langsam, der Typ, ey. Feel my power, sagt er mir. Leider hat mein Executive. Where are the rest of your brethren? Preceptor, my lord. We were massacred. The dead have awakened in the maelstrom. The dead have risen. Oh, fascinating. I must investigate this first. Gather more men, and we'll leave at dawn. And Executor. Yes, my lord. Do not fail me again. Anscheinend hat er auch gegen die Untoten gekämpft, oder nicht? Oder hat er vielleicht die Leute geopfert, um neue Untote zu erstellen? Das kann natürlich auch sein, ne? Er ist halt ein Arsch. So, wir haben wieder zwei Shield-Aufladungen. Wir haben Feuer ausgewählt. Und wir brennen drauf, zu töten. Meins. Focus Control. Irgendwer ist sie doch. Habe ich doch schon springen gehört. Ha. Anscheinend doch nicht. Aber gleich wird diese wunderschöne Eisgegend wieder zu einem Massaker. Na? Wo seid ihr? Wo seid ihr, verdammt? Schluck mein Dot. Oh, von da auch noch. Leute, ich hab doch abgefangen mit dem Schild. Boah, ich check gar nichts mehr. Lol, das Wasser. Ah, wo seid ihr jetzt, hä? Ach du alte Hexe, bist schon da. Apocalyptical in your face! Oh, von der Seite. Der Arsch. Abgefangen. Und er ist gerade gestorben, Leute, habt ihr gesehen? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe einen Apocalyptical AOE hingesetzt.
Oh, schon wieder, ey. Get explode. So. Noch irgendwo irgendein Nachzügler, hä? Ah, diese Fights, Leute, ey. Wenn man halt so ein Magier ist, der nicht angegriffen werden darf, weil wenig HP und so, ey. Und so viele Pfeile und alles und Frostpfeile, dann dachte ich schon, jetzt bin ich dran, ey. Aber die Apokalyptik-Prox retten mir jedes Mal meinen Arsch. Ich dachte gerade mit der Mucke, es geht schon weiter. Oh! Zack, die Bohne. Oh lol. Oh wow, das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh wow, fuck, das kann nicht euer Ernst sein, ey. Wo sind diese verfickten Schützen? Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich muss hier weg. It's a change of pace to have you giving me information. What news? Well, we've been digging shacks out of his lodge. He sent an army of undead to attack our home. Zasad? I don't. All right. You're the one woman legion. What do we do? We have no choice. Das ist eine Frau. We need to burn his people out of Zasad, or we'll have no home left. Also hat er doch die Untoten auf die Leute losgelassen. Ja, willst du dich jetzt vielleicht mal auflösen, Ding? Ah, hier geht's hoch. Ihr verdammten, untoten, hässlichen Viecher, ey. Ah, du bist es. And icy nails spiking into my brain. Oh, I know. Believe me. What got you this time? Schon wieder gestorben? An entire canyon full of undead. I think Shax knows we're here. Toll, weil du dich hast umbringen lassen. Ach, dieser nutzlose Vogel. Weißt du, ich könnte den ganzen Weg auch alleine finden, ohne dich eigentlich. Was bist du denn für ein Zwerg? Woanders hin? Deinen Stab reinhalten, ey. Hey, Bros. Das hier ist ein ganz schön enger Raum, wo ich eigentlich nicht gegen euch fighten will. Schnauze jetzt. Durch? Oder ist es nur wieder eine Sackgasse? Ich möchte gerne nochmal da runter gucken. Hier runter gucken, Lucky Lucky machen. Ah, okay. Lucky Lucky machen ist hier nicht viel wert. Boots. So weit weg, dass wir nicht mal den Ton gehört haben. Freundin straxelt da hinten wieder rum, er schreckt mich hier voll, ey. Oh, noch einer vor mir. Wow, ich bin tot. Alter, verdammt, noch zwei. Wie kamen die denn jetzt hier angeprescht? Oh, muss ich das jetzt auch wieder machen?
ich da gleich mal einen Dot hin. Apocalyptical Prox, Leute, sind OP. Abo Prox, Leute, darauf schwöre ich. Ach, und du bist nicht mehr vorhanden. Genau, genau. Alles ist noch da, nur du nicht. Die Schützen sind der letzte Abfuck. Das darf doch wohl nicht sein. Warum ist das so schwer zu verstehen? Leute, oh yeah! Also, dass ich das jedes Mal wieder machen muss, ist ein bisschen traurig, aber komm, diesmal schaffen wir es. So viele Zombies und diese Eisbogenschützen sind echt der Hammer. Das ist mega krass. Von wo? Wo bist du, scheiß Eisschütze? Nicht schon wieder. So, Apocalyptical in your face! Oh mein Gott, ich bin mittendrin hier gestorben. Oder eingefroren.
Nein! Nein, 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 nein! Du beschwörst die immer wieder, ne? Oh nein. Leutnants mit ihren Beschwörungen, ey. Boah, Leute. Also es tut mir auch leid, dass ich in den Fights nicht großartig was sagen kann, ne? Aber das ist der Hammer. Du darfst nicht zu oft, also wenn diese Eisschützen noch mit dabei sind, ey, boah. Du musst dich voll und ganz auf diesen Fight konzentrieren. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, man fühlt sich ein bisschen OP. Also man fühlt sich schon ziemlich stark, aber das ist trotzdem noch schwer. Also muss man echt sagen. Das ist nicht ganz ohne. Oh, don't worry. I'll bury him. Das Ding ist, dass man sich wirklich, also, das ist echt krass, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Also habe ich eigentlich schon gedacht. Aber, So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich einen Spell craften möchte. Ach, das habe ich damit. Oh, ich benutze die ganz. Ja, Leute, ich muss auch sagen, ich bin, also, was das Wechseln mitten im Fight der, zwischen den Magien angeht, bin ich ein ganz schöner Noob hier noch. Also es braucht noch ein bisschen Übung. Ich hätte natürlich auch einen anwenden können, zu meiner Puppe machen und... Oh, ich vergesse einfach alles. Tut mir leid, Leute. Tut mir sorry, ey. So, ich crafte jetzt aber erstmal, glaube ich, versuche ich einen stärkeren zu craften von dieser Sorte, ja. Nein, 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 nein. Das ist schon richtig. Diese Sorte von Spell will ich. Also so wirklich zum, ne, losschießen. Das hier bestimmt also wirklich die Missile-Projektil. Das hier bestimmt die Art und Weise. Und das bufft den nochmal, was du jetzt reintust hier. Oh, später die Spells mit einfach noch viel mehr Verbesserungen, ey. Na, 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 na. Komm, wir stecken das, oder nee? Focus Control. Ja, Control will ich ja auch. The New Pad ist, ja, das ist eigentlich die Verstärkung dafür. 585. Ja, komm, das nehmen wir. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Das müssen wir jetzt vergleichen. Das hält schon mal. Der neue Spell hält länger. 17,8 anstatt 16,7, eine Sekunde mehr. Kann vielleicht über Leben und Tod entscheiden. Ansonsten ist eigentlich alles... Ne, doch nicht hier. Consumes up to 140% Mastery on Critical Hit, increasing Pet Damage or Shield. 140, wenn es crittet anscheinend. Na, 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 120, 10,5... Ah gut, das, also der, den wir jetzt drin haben, der crittet mehr. Sorry. Dafür aber haben wir eine apokalyptische Chance von 10,5 beim 9 und hier bei 2,5. Das ist natürlich schon ein extremer Buff und ihr wisst ja, Apokalyptikel ist immer geil. Dafür ist die Charge Time aber hier eine Sekunde und hier 0,8 beim alten. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Dafür haben wir dann wenigstens einen, ja, ne? Richtigen Effekt, beziehungsweise halt was. Einen besseren Zauber, sagen wir. Das wollte ich sagen. Einen besseren Zauber. Gut, Leute, aber wir haben hier den Speicherpunkt erreicht und wir haben Jax immer noch nicht gefunden. Tut mir leid, also für mich und für euch, keine Ahnung. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, allgemein von dem Ganzen hier. Ja, ich möchte einfach eure Meinung zu dem Let's Play, zu dem Spiel, zu mir in dem Spiel, was euch einfällt. Lasst euch da freie Hand. Also ich lasse euch da freie Hand. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. In der nächsten werden wir dann höchstwahrscheinlich doch auf Jax
treffen, denn er vergammelt da hinten in dem Haus anscheinend. Also nächste Folge dürfte vielleicht einem Bossfight folgen. Ich hoffe mal, dass dieses Spiel mich hier noch auf ein paar Herausforderungen, und ich denke, das werden noch ein paar Herausforderungen folgen, die nicht so einfach sind. Aber auf jeden Fall sehen wir uns dann hier erstmal in der nächsten Folge. Haut rein, schön, dass ihr mit dabei wart, und haltet die Ohren steif.